Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video, das heiß ersehnte Frage-Video von Instagram. Ich habe letzte Woche Fragen gestellt auf Instagram und ihr konntet fragen, was ihr wolltet. Und heute werde ich sie alle beantworten. Und wir legen auch schon direkt los mit der ersten Frage, wollen gar nicht so lange warten. Ich konnte nicht alle Fragen beantworten, weil es wäre sonst zu viel für dieses Video. Aber viele waren auch eh ähnlich und ja. Erste Frage, wie kann ich essen, was und wie viel ich will, ohne Sport und nicht ohne Fett werden? Also, wie ich das so verstehe, will sie essen, was sie will, also so viel sie will, ohne Sport und nicht ohne Fett werden. Also möchte sie dabei fett werden und das ist eigentlich ganz, ganz einfach, weil dann, wichtiger Punkt hast du schon selber genannt, kein Sport machen und halt jede Menge essen, also wirklich richtig, richtig viel essen und dann wirst du halt auf jeden Fall nicht ohne Fett werden, also dann wirst du halt fett. Nummer 2, hey Daniel Daya, 100 Knall, Dankeschön. Dritte Frage, Meditation, meditierst du? Ja, ich habe mal eine Zeit lang meditiert, habe allerdings irgendwann wieder das so schleifen lassen und damit aufgehört. Ich glaube, das ist etwas, da muss man auf jeden Fall dranbleiben und das darf man nicht mal so sich hindurch machen. Also, ja, ich habe mal meditiert, aktuell aber eher weniger. Dann, der Marc fragt, kennt ihr auch schon aus dem Video vorher, kann ich mal hier oben verlinken. Kann man fit sein und trotzdem zwischendurch feiern gehen mit Freunden und wenn ja, wie? Ja, die Frage ist jetzt, wie definierst du zwischendurch? Also, wenn du jedes Wochenende trinken gehst, dann wird es schwer mit dem Fit sein, weil dann machst du deine Erfolge, die du dir in der Woche hart erarbeitet hast, auf jeden Fall ein gutes Stück zunichte. Und es kommt natürlich so ein bisschen darauf an, wie deine Ziele sind. Also wenn du halt abnehmen möchtest, dann ist eigentlich ein absolutes No-Go, da feiern, trinken zu gehen. Also ich gehe mal davon aus, dass du meinst mit feiern, dass da Alkohol mit im Spiel ist. Wenn das nicht mit dem Spiel ist, dann ist es halb so wild, dann musst du halt nur gucken, dass du während dem Feiern halt trotzdem noch genug isst, ne? Damit du halt, weil es ist ja eine Art Cardio-Training, sag ich mal, und bist du ja länger auf den Beinen, länger wach, dann musst du auf jeden Fall gucken, dass du einfach genügend gegessen hast, dass du keine Muskulatur abbaust. Wenn Alkohol im Spiel ist, dann wird das schon schwer, dann würde ich eher versuchen, das auf einmal im Monat zu reduzieren. Ja, die nächste Frage, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Die wurde auch öfter gestellt in verschiedenen Variationen. Und zwar, wie bist du mit Vicky zusammengekommen? Ihr seid so süß, bleibt so. Herz, Smiley. Ja, also das ist eigentlich ja, eine ganz witzige Geschichte. Ja, eigentlich wollte ich die gar nicht so sehr auf YouTube und Instagram und so erzählen, aber ich erzähle sie euch jetzt trotzdem mal. Wie jeden Dienstag ging ich in den Park, um ein paar Sonnenstrahlen zu tanken. Das Wetter war wie immer herrlich hier in Refrath. Doch dann, plötzlich, nahm ich ein paar Geräusche von der Seite wahr und ich sah zur Seite und sah diesen wunderschönen Basic Step Squat. Ich konnte es kaum glauben und ich war sofort verliebt. Unglaublich, wie schön dieser Basic Step Squat war. Ja, ihr habt gesehen, wie es war und ich war einfach so begeistert von diesem wunderschönen Basic Step Squat. Also ich habe selten so einen guten Basic Step Squat gesehen und... Also Entschuldigung, wenn ich mich da jetzt dazu schalte, kurz, hi. Totaler Blödsinn, was redest du da? So war es überhaupt gar nicht natürlich, ich meine... Sondern? Weil sie so toll den Basic Step Squat gemacht hat. Natürlich nicht. Die wahre Geschichte ist ein bisschen unspektakulärer, vielleicht auch ein bisschen unromantischer. Wir haben uns ganz kurz gesehen auf der FIBO 2017, aber mehr als ein Hallo war da nicht. Mir ist auch nicht wirklich der Daniel in Erinnerung geblieben, eher nur die Muskeln so. Er war da ziemlich arg drauf in dieser Zeit. Dann war es tatsächlich so, dass so ein halbes Jahr später circa der Daniel nach Wien gekommen ist und der liebe Peter, der eigentlich die Ausbildung geben hätte sollen, nicht konnte. Danke an dieser Stelle nochmal Peter, dass du das so arrangiert hast. War wahrscheinlich Absicht, könnte sogar sein.
Ja, und so haben wir uns eigentlich kennengelernt. Zuerst mal wirklich nur beruflich, aber war schon so, dass wir von Anfang an einen ziemlich guten Draht zueinander hatten. Ich habe ja gesagt, durch Bricklytics, Basic Step Squad. Aber doch nicht, weil du... Ja, okay. Okay, du kannst auch schneiden und wir lassen einfach die Basic Step Squad Variante die ganze Welt da draußen glauben. Okay, willst du noch was sagen? Nein, wir hatten dann einfach eine vielleicht etwas in die Länge gezogene Kennenlernphase über so 1,5 Jahre. Dazu sagen muss man, wir konnten uns jetzt auch nicht täglich sehen oder so. Wir haben uns ja immer nur bei den Bricklytics Events gesehen. Dazwischen viel geschrieben. Ich hoffe, ihr versteht sie überhaupt gut wegen dem Akzent. Ansonsten schreibt mal in die Kommentare, dann mache ich demnächst auch wieder Untertitel rein. Ja, oder kommuniziert einfach mehr mit mir. Der Daniel versteht mittlerweile alles. Da kam anfangs auch öfters mal ein Was? Was? Was sagt sie? Ja. War trotzdem schön. Ja, okay. Okay, jetzt wo du schon da bist, kannst du einfach eigentlich mit die Fragen beantworten. Okay, hoffentlich weiß ich alles. Okay, die nächste Frage ist, welche Supplements würdest du den Mädels empfehlen, beziehungsweise welche eher nicht? Ja, da bist du doch schon in der richtigen Reihe. Du konsumierst ja richtig viele Supplements, ne? Ja, jeden Tag so viel. Ohne geht's auch nicht, ne? Ohne geht's gar nicht. Ja, also erstmal dieser Glaube, dass die Leute denken, man müsste bestimmte Supplements nehmen, nur weil man eine Frau ist oder ein Mann ist, ist völliger Quatsch. Das ist einfach nur eine Marketingstrategie, damit bestimmte Marken, ich will jetzt so keine nennen. Nein, darfst nicht nennen. Ne? Nein. Da gibt es also die Gym. Ja. Ne? Ja. Ja. Aber die nennen wir nicht. Die nennen wir nicht, die Marken. Aber ihr könnt alle Supplements nehmen von jeder Marke. Und die Mädels brauchen genau die gleichen wie wir Männer. Das heißt, wenn ich jetzt so als Beispiel zum Beispiel Kreatin, Protein und Aminosäuren nehme, die könnt ihr genauso nehmen. Und das von den Mikronährstoffen, Omega-3, Zink, was gibt's noch alles, Eisen, Vitamin D3, K2, B12 und so weiter. Da nehmt ihr auch genau die gleichen wie wir Männer. Da müsst ihr auch keine Angst haben, dass euch ein Bart wächst oder sowas. Okay, weiter geht's. Wann knackst du die erste Mille Abos? Ja, ich hoffe bald. Ne? 2020. 2020. Nächstes Jahr. Was machst du, wenn du Hunger hast in der Diät? Ja. Weinen. Nein. Ich esse einfach nichts. Also, es ist ein Ignorieren. So, eigentlich ignoriere ich es nur. Aber wirst du nicht schlecht gelaunt? Nein. Du wirst ja sehen nächstes Jahr in der Diät. Ich habe schon ein bisschen Angst davor. Ja, eigentlich, wenn ich Hunger habe in der Diät, ja, was mache ich? Koffein hilft, auf jeden Fall. Koffein hemmt auf jeden Fall den Hunger. Aber sonst, ich habe damit nicht so viel zu kämpfen, weil ich habe dann halt Hunger und dann ist es halt so für mich. Hast du Geschwister? Ja, ich habe einen kleineren Bruder, der größer ist als ich und so genau das Gegenteil von mir eigentlich. Machst du eigentlich noch gerne Sport? Ganz ehrlich, manchmal nicht. Manchmal nicht. Ich habe manchmal echt keinen Bock mehr, ins Gym zu gehen und mich aufzuraffen. Ich würde gerne manchmal einfach mal gar nichts mehr machen. Hast du jemals schon gedacht, du wärst besser eine Frau? Ich gebe die Frage mal weiter. Hast du jemals schon gedacht, ich wäre besser eine Frau? Nein. Ich meine, es gibt natürlich Fotos und Videos von dir, wo du die perfekte Frau wärst. Vielleicht kann ich ihn überreden, dass wir das irgendwann mal veröffentlichen. Aber nein, eigentlich nicht. Können deiner Meinung nach Mann und Frau einfach nur befreundet sein? Ich glaube nicht. Krass. Ich denke auch nicht. Warum nicht? Weil ich glaube, dass einfach zwischen Mann und Frau immer so ein bisschen eine sexuelle Spannung steht. Ja. Und ich glaube aber sehr wohl, dass wenn man diese sexuelle Spannung mal abgebaut hat sozusagen und wenn das einmal passiert ist dann, dass dann sehr wohl eine sehr gute, auch rein freundschaftliche Beziehung entstehen kann. Glaube ich nicht. Glaube ich schon. Ich glaube nämlich, wenn ich jetzt mit irgendwem was gehabt habe, dann, außer das war eine absolute Katastrophe, aber desto länger man mit jemandem befreundet ist, desto dringender will man mit dem ins Bett steigen. So ist das auf jeden Fall für Männer. Ja, und wenn es aber dann schon mal passiert ist, dann ist das irgendwann verjährt, dann muss man es nochmal machen. Ja, könnt ihr mal drüber nachdenken, schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Ich glaube, allein evolutionsbedingt ist das nicht möglich. Ich habe andere Erfahrungen gemacht. Ich glaube, Frauen ticken dann nochmal anders als Männer auf jeden Fall. Aber
Männer sind so da, so Jäger und Sammler und ja, deswegen gibt es das nicht. Der Mann würde nie eine Chance auslassen. Kannst du Übungen zeigen, die man mit dem gebrochenen Fuß machen kann, zum Beispiel Bauchtraining? Ja, im Prinzip kannst du mit einem gebrochenen Fuß übertrieben viel machen, weil du brauchst den wirklich eigentlich nur für Squats. So, und sonst kannst du im Studio kannst du jedes Gerät machen und Oberkörper kannst du eh trainieren. Und gerade an Geräten, wo der Körper jetzt nicht so involviert ist, kannst du ganz normal weiter trainieren. Aber wenn du da noch spezielle Fragen hast, für welche Übungen, schreib mir gerne. Welche Ernährung empfiehlst du bei erfolgreichem Abnehmen? Ich sage das voll oft, aber es ist eigentlich ganz, ganz simpel. Einfach Kaloriendefizit. Punkt. So. Wenn du weniger isst, als du verbrauchst, dann nimmst du auf jeden Fall ab. So ist das einfach. Welche Ernährungsform da für dich am besten passt, das musst du selber entscheiden. Bei mir ist es so, von Diät zu Diät auch unterschiedlich. In einem Jahr funktioniert das eine, in einem anderen Jahr funktioniert das andere. Das ist doch auch von Körper zu Körper verschieden, oder? Ja, auf jeden Fall. Und halt bei meinem eigenen Körper, von Jahr zu Jahr hat es gewechselt. Weil wir verändern uns ja ständig. Und deswegen denke ich, ist das ganz normal. Letzte Frage, deine Zukunftspläne. Ja, was sind denn deine Zukunftspläne? Ja, wir ziehen zusammen, dann heiraten wir, dann kriegen wir Kinder, dann werden wir alt. Alles klar. Also um auf die Zukunftspläne nochmal zurückzukommen. Ich habe nicht so konkrete Ziele. So, ich will bis zu dem Datum das und das erreicht haben, weil das funktioniert meistens eh nicht. Also ich weiß, du bist da komplett anderer Meinung, aber ich weiß schon, in welche Richtung ich will und was ich so ungefähr erreichen will, aber ich habe jetzt keine Jahreszahl im Kopf, bis wann ich das erreicht haben will. Und ich habe vor 5 Jahren noch ganz andere Ziele gehabt als jetzt zum Beispiel und bin aber trotzdem nicht unzufrieden, weil das Leben hat sich dann einfach so entwickelt, mit verschiedenen Chancen, Türen, die aufgegangen sind, andere, die zugegangen sind. Ich habe aber jetzt nicht so viel bereut in letzter Zeit und ich denke mir, so wird es in die Zukunft auch gehen. Ich glaube schon, dass man dass man so gewisse Ziele haben sollte. Und was ich immer mache, ich stecke mir dann Etappenziele auf dem Weg. Und ich habe ein Video gemacht, das Jahr hat nur noch 3 Monate. Da erkläre ich das auch so ein bisschen, wie ich das so denke. Aber jetzt so konkrete Ziele. Ich muss sagen, ich habe dieses Jahr alles verkackt. Ich habe nichts so erreicht. Ich schreibe mir Anfang des Jahres immer so eine Liste, ich habe so ein schwarzes Buch und da schreibe ich alles rein. Und ich habe dieses Jahr, glaube ich, fast nichts erreicht davon. Im Gegensatz zu 2018, wo ich fast alles erreicht habe. So. Und ja, dieses Jahr war auf jeden Fall so, aber da könnt ihr auch meinen Jahresrückblick angucken demnächst. Und da werde ich dann drüber noch mal ein bisschen mehr erzählen. Vielleicht checkt ihr dann mehr, was ich meine. Konkret für nächstes Jahr ist auf jeden Fall, ich habe vor, so viel Geld beiseite zu haben, dass ich auf jeden Fall ein Jahr nicht arbeiten muss und mich auf jeden Fall nochmal so komplett neu fokussieren kann. Und ja, das heißt nicht, dass ich irgendwie mit manchen Dingen aufhöre, sondern eher, dass ich ja, mein Spektrum so ein bisschen erweitere, würde ich sagen. Dann auf jeden Fall zur FIBO 2020 will ich auf jeden Fall nochmal richtig krass aussehen, so wie wo wir uns kennengelernt haben. Wenn nicht noch sogar besser. Hoffentlich kann ich dich dann noch erkennen. Ja, so hast du mich ja kennengelernt. Ja, eh. Aber du bist mir damals nicht so in Erinnerung geblieben, ein halbes Jahr lang. Ja, selber schuld. Und ja, das steht auf dem Plan. Nochmal mit Social Media so Gas geben nächstes Jahr. Und wenn das dann alles nichts bringt, dann höre ich auf. Mit allem. Mit allem. Mit dir auch. Was? Du wirst versehen. Ja, Leute, schreibt gerne neue Fragen in die Kommentare, dann können wir direkt von dort aus weitermachen mit dem nächsten Video. Und ja, abonnieren nicht vergessen, Daumen nach oben, Glocke aktivieren, damit ihr auch gar kein Video mehr verpasst. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.